Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Holden Hearts Event Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir stehen hier noch in Artesia, New Mexico und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Wir sind jetzt bei 6 von 14, das ist jetzt die siebte Fahrt. Und die nächste Fahrt sind... Puh. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht schaue ich heute doch nur zwei Videos, nicht drei. Ja komm, wir fahren nach Helena in Montana. Wobei, ich war schon dort gewesen. Mach ich jetzt davon abhängig? Ne, ich mach's weiter vom Preis pro Schrecken Einheit. Das muss halt nach Selena in Utah gehen. Dann würde ich sagen, fahren wir nach Helena. Und speeden dorthin. Sprich, mit Gas wieder rot durchdrücken. Go straight. Und dann fahren wir erstmal eine Meile, um die Fahrt abzuholen. Jetzt fahre ich aber doch noch mit Cruise Control. Unterwegs müssen wir dann wahrscheinlich tanken. Wow, man sieht überhaupt nichts. Der Vorfall linken Spur. Deswegen fahren wir mal. Ich habe vorher auf der rechten Spur. Aber meint, dann halten wir uns auf der linken Spur. Go straight. Es war klar. 112.000 bekommen wir dann für den Auftrag. Das ist ja auch schon mal sehr, sehr nice. Stay left and then turn left. Noch eine etwas weitere Strecke. Oh. Hä? Das war unnötig. Caution. Please mind the speed limit. Mach ich doch, ich fahre auch ungefähr 38. Und jetzt werden wir vom Dump Truck ein bisschen. Oder Rock Truck. Wahrscheinlich eher Dump Truck. Ausgebremst. Unsere Fracht ist zu unserer Linken. Dann wollen wir mal die Fracht andocken. Und uns auf den Weg nach Montana machen. Mal schauen, wie viele Wagen uns diesmal aufhalten. Wir fahren erstmal weiter den Highway 285 nach Norden, fahren dann durch Roseville durch, weiter auf der 285, auf dem Highway 285, wechseln auf Highway 54, fahren ein kurzes Stück auf der Interstate 40, wechseln dann auf den Highway 84 für einen kurzen Abschnitt und fahren dann die Interstate 25 über Retton, Pueblo, Colorado Springs, Denver, Fort Collins, Cheyenne, Casper und bei Casper fahren wir dann runter auf Highway 26, der zum Highway 20 später wird. Fahren am Riverton vorbei, weiter gen Norden Richtung Laurel, fahren dann
Vom Highway 20 runter auf Highway 310, der dann zum Highway 212 vor Laurel wird. Wechseln dann bei Laurel auf die Interstate 90, fahren dann die Interstate 90 an Bozeman vorbei. Irgendwann bei Butte wird dann die Interstate 19 zur Interstate 15 und dann sind wir auch schon in Helena. 1332 Meilen, 23 Stunden, 45 Minuten Fahrzeit. Das ist, glaube ich, eine Fahrt von, ja, einmal schlafen, aber 2 Tage Fahrt, 2 Tagesfahrt. Denn wollen wir mal tanken, muss ich mit Sicherheit. Schon konnte man hier nicht im Westminster sehen. Aber einmal tanken ist auf alle Fälle drin. Können wir vielleicht dann sogar verbinden mit, wenn wir schlafen müssen. Könnte sein, dass wir dann sogar Level 31 sind nach der Fahrt. Ist ja, glaube ich, kurz davor. Das ist ein halbes Level sind wir gerade davon. Level 30. Und weiter geht's. Auf nach Roseville und dann Richtung Cooper Springs. Und Denver. Da werden wir auch nochmal ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen bekommen. Trotz Interstate. Gerade kurz sagen, ihr könnt ja mal sagen, wie weit ihr gerade seid, aber das Video kommt ja am ersten Sonntag nach dem Event raus. Also offiziell nach dem offiziellen Eventende. Go straight. Von daher ist es eine irrelevante Frage gewesen. Das wäre eine Frage jetzt gewesen, die ich beim Livestream stellen können, aber. So kann ich höchstens fragen, ob ihr am Hall and Hearts Event teilgenommen habt und wenn ja, ob ihr es geschafft habt oder nicht. Wollen wir erstmal mit 40 hinterher. Das war jetzt wieder. Aber wir bleiben mal bei 40, so zumindest von Cruise Control, da wir ja auch in einer wenigen Meilen schon in Roseville sind. Und dann haben wir zumindest schon mal den Retarder dafür eingestellt. Als ob wir jetzt da vorne wieder langsamer seid als ich. Immer wieder schön, wenn die KI einfach trotzdem 5 Meilen unter dem Speedlimit fährt. Und man es selber nicht kann und trotzdem mithält. Dann haben wir dann jetzt gleich die 60. Und dann sind wir jetzt in Roseville und runter auf
45. Wir fahren ja sogar ein bisschen weiter runter. Die Pappaufsteller, die habe ich auch noch ein bisschen noch gar nicht gesehen gehabt. Ist auch mal ein Roosevelt zum Sachen Profil? Weird. Ich dachte, ich wäre auch schon. Hä? Ich muss doch schon durch Roosevelt durchgefahren sein, als es DLC rausgekommen ist. Also ich war doch auf dem Profil da, oder nicht? Muss ja. Boah. Also ich könnte zumindest schwören, dass ich in. Also ich das New Mexico. Jetzt muss ich nachgucken. So. Also ich könnte. Also gut, ich war mit Sicherheit in der Staffel da drin. Aber ich könnte auch ebenso schwören, dass ich, das Event mitgenommen habe, das Cruising New Mexico Event, und dementsprechend eigentlich dort hätte gewesen sein müssen. View all achievements. Na, guck mal, Cruising Colorado. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Oder es ist nicht mehr bei Recent Events zu sehen, aber. Okay. Dann war ich hier wahrscheinlich doch nur in einer Staffel. Go straight. Mann, oh Mann, oh Mann. Mal dieses abrupte Abbremsen. Go straight. Kannst du jetzt keinem rübergehen, aber. Keine Strafe ist keine Strafe. Und wenn wir dann schon mal hier sind, dann können wir ja auch von dem, wo man zumindest Fotos machen kann, von den. Wahrzeichen. Weiß es doch mal. Go straight. Können wir zumindest von Fotos machen, wenn wir schon hier sind. In diesem Fall vom UFO Center in Roswell. Trophäe, so hieß es. Ich war nämlich vorhin irgendwie bei Landmark, aber es hat irgendwie auch. Es war schon sinnig, aber war nicht stimmig. So weit war ich. So bei den Viewpunkten, bei den Viewpoints dann halt, wenn wir halt wirklich da gerade dran vorbeifahren und ich zu dem Zeitpunkt halt auch dran denke, können wir sie ja auch mitnehmen. Die Ampel springt natürlich um. Go straight. Da habe ich auch echt nicht zu früh angefangen, jetzt die Gas zu geben. So. Man kann es ja voraussehen, wann man schon wieder Gas geben kann, aber. Manchmal ist man halt dann trotzdem ein bisschen zu früh dran. Immerhin gerade ein bisschen Grünphase. Oh. Ich dachte, ich bin auf 45 sogar eingeschränkt gewesen, aber scheinbar nicht. Scheinbar auch auf 45 und. Sobald es dann wieder hochgeht auf die 60, 65, können wir dann wieder normal Stoff geben und einfach die Cruise Control drin behalten, aber schneller fahren.
Ja, immer noch 1300 Meilen. Wirklich viel vorangekommen sind wir bisher noch nicht. Weil wir waren auch sehr lange jetzt in Roseville. Also wie gesagt, durch diese Fahrt, die jetzt lange ist, werde ich wahrscheinlich echt morgen 5 Videos aufnehmen müssen. Was ich bezweifle hinzubekommen. Also wird wahrscheinlich darauf laufen, drauf hinauslaufen, dass ich morgen 4 Videos aufnehme. Und dann gezwungen bin, am Sonntag nochmal 2 aufzunehmen. Es ist verdammt eng. Es gibt keine Verlängerung, also. Also muss ich jetzt reinswetten. In 6 Leveln sind wir dann auch auf diesem Profil. Was die Fähigkeiten betrifft, komplett durch. Dann haben wir alles verteilt. Jetzt will ich nochmal nachgucken. Nee, ich wollte nicht zum LKW-Händler. Auch wenn ich scheinbar drauf gedrückt habe. Ich wollte zur Fähigkeiten. Ich wollte mal gucken, wie das nochmal bei den Fernfahrten war. Okay, ja, Lieferung an einen beliebigen Ort. Weil ich meine nämlich, dass es in ETS2 nur bis 2.500 Kilometer geht und nicht bis unendlich. Habe ich zumindest Erinnerung. Können wir ja nochmal, ne? Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mal gerade reinschreiben. Ansonsten schauen wir uns das morgen an. Also. Wir schauen uns auf jeden Fall morgen an, aber ihr könnt es trotzdem in die Kommentare schreiben. Oh, 2,8 oder irgendwie sowas. Aber ich meine, das war nicht unbegrenzt. Wo ich mich halt dann frage, warum ist das zum einen hier so? Also klar, weil es halt größer ist und so. Aber da frage ich mich auch, warum das dann in ETS2 nicht so wäre. Andererseits gibt es ja auch irgendwie, keine Ahnung, 12-Stunden-Videos in ETS2. Also müsste dementsprechend das ja eigentlich auch möglich sein. Oh nein, die Waage ist offen. Wir werden rausgewunken. Nicht. Ich bin positiv überrascht. Gehen wir unter 35 Miles per Hour. Auch wenn es nicht nötig gewesen wäre, aber auch Runde 45, aber naja, wegen des Rechtsabbiegens war schon nötig. Beschleunigen wieder auf 50. Als Bauer weiter Richtung Santa Maria, glaube ich, und Takam Carry. Ich werde Takam Carry wahrscheinlich und nicht Curry. Ich weiß nicht, warum ich jetzt immer so ausspreche. Und ob das wirklich Santa Maria war. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war es, wobei Santa Fe war es auch nicht. Dafür war es, glaube ich, zu lang. Ne, wir geben erstmal Gas.
und flitzen in den Highway gen Nordosten. Aber wir sehen, wie wir sehen können, ein bisschen mehr als halb vollen Tank, also tanken. Getankt werden muss auf jeden Fall. Aber natürlich doch. Ist wahrscheinlich nur unter auf 35 sogar. Aber wir müssen auf links abbiegen. Dann macht das auch Sinn. Das habe ich den Ort schon wieder nicht gesehen. Ich fahren. Allerdings ist erstmal Richtung Santa Fe. Während da oben ein Union Pacific lang fährt. Okay, jetzt ein bisschen links halten, mehr oder minder. Wahrscheinlich nicht. Ah, oder doch Left Lane. Stay left. Auf die Interstate 40 gen Osten. Gen Westen. Richtung Albuquerque. Fahren wir durch Albuquerque durch? Nee, ne? Nee, wir fahren. Ja gut, da war ja was. Die Interstate 40 fahren wir ja nicht wirklich. Die fahren wir direkt wieder runter. Lassen wir sie ja unmittelbar wieder für einen anderen Highway, nur um dann auf einen anderen Interstate zu fahren. Ich weiß schon gar nicht mehr, welcher das war. Santa Fe. Exit right. Get ready to turn right. Turn right. Erstmal zur Junction und dann geht's auf die Interstate. Auch wieder schön so die Landschaft hier. Auch nicht wirklich eintönig, obwohl es eintönig, also wo es eine Einöde ist. Okay, Pass fürs Kehr, ja, ich befürchte, das ist nicht drin. Also schleichen wir mal mit 60 hinterher. Obwohl er 62 oder 61 fährt.
antizipiert. Auf nach Blödsinn. Turn right. Und Interstate 25. Gehen wir hoch auf 55 Miles Power. Zumindest was die Cruise Control betrifft. Wo wir dann tanken, schlafen. Eigentlich auf halber Strecke auf jeden Fall. Sprich wahrscheinlich bei Fort Collins. Denke ich mal. Aber es ist auch nur eine Vermutung. Werden wir dann sehen. Aber erstmal fahren wir ja eine längere Zeit jetzt hier auf Interstate. Wie gesagt, ich bleibe einfach bei den 55, die brauchen wir spätestens für Colorado Springs und Denver. Wenn wir da bald auf der Interstate dann vorbeifahren. Ich jetzt nur für den Kollegen abgebrochen auf 60. Aber ich wäre wahrscheinlich noch tiefer in die Eisen gehen müssen, wäre ich jetzt rechts geblieben. Deswegen war es gar nicht mal so verkehrt, auf die linke Spur zu wechseln. Aber jetzt wieder machen kann, damit man überholen kann. Sah halt kurz aus, als ob wir überholen können. Und da wir sowieso auf der Überholspur waren, hätten wir es ja versuchen können. Links gewesen. Das dauert der Überholvorgang auch ein bisschen länger. So kann man ihn auch ein bisschen künstlich verlängern, den Überholvorgang. Der KI.
Brereton. Hier sind wir, glaube ich. Nee, doch nicht. Meine Güte. Das kam unerwartet. Ja, Call 911, das müssen wir auf jeden Fall machen. Also für da hinten. Aber es wird wahrscheinlich nicht mehr getan haben. Tun wir einfach mal so, als ob es so gewesen ist. Nur noch ausweichen, nicht mehr abbremsen. Okay, jetzt die nächste. Never mind. Die Waage scheinbar auf der anderen Seite. War ja eigentlich nicht. Es war so klar, dass wir. Ja, kaum sind wir in Colorado. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich jetzt eine Runde drehen oder was? Okay, ne, ich muss einfach noch raus. Never mind. I'll find a new route. Go straight. Freie Bahn. Vielleicht doch nochmal mehr in der Eisen gegangen. 73.418 Pfund Gesamtgewicht. Und weiter geht's. Noch. Als ob wir gerade noch 400 Meilen gefahren sind. Dass wir schon länger unterwegs sind, also dass wir schon weiter hätte sein müssen. Aber scheinbar ja nicht. Wir haben noch 17 Stunden Fahrzeit, 6 Stunden schlafen. Ja, doch, sollte mit einmal schlafen machbar sein. Ich habe es jetzt wieder ein bisschen um mich verrechnet, aber okay. Dann wäre dem halt so. Aber ich denke, das wird passen. Dann werden wir durch Colorado fahren.
Muss ich dann echt mal schauen, wie das morgen alles unter einem bekomme. Jetzt, wenn es halt wirklich vier Folgen, vier Videos sind. Aber da bleibt mir ja mittlerweile schon fast nichts anderes übrig mehr. Wobei 5 halt noch besser wäre. Dann wären das nämlich nur noch. Moment, da wäre es nur 2, oder? Dass morgen 5 sind. Wenn es jetzt der 7. ist, morgen dann 5. Dann wäre ich bei 12. Dann wären es nur noch. Okay, das wäre halt ein bisschen. Okay, 4 ist auch ausreichend. Weil das hier ist ja jetzt das 7. Genau. Dann werden auch 7 ausstehen, dann morgen. Ah, okay, ja gut, wenn das 5. Moment, nee. Wenn es morgen. Ja, 4 sind schon morgen wichtig, weil muss ich Samstag nur 2, wobei das Problem ist, Samstag dann. Eigentlich muss ich morgen eine ungerade Zahl haben, also wenn 5 doch besser. So dass ich dann am Samstag gegen. Gegen 21 Uhr, wenn ich dann wieder zu Hause bin, ich dann Feierabend habe, dass ich dann nur ETS2 aufnehmen muss. Und nicht ATS. Dementsprechend wäre ungerade gut. Was entweder heißen würde, dass ich dann. Letztes Video aufnehme vom Hall, vom Hall and Hearts Event. Ja. Oder morgen 3 aufgenommen habe. Das sind 5 halt echt schon ein Must. Was ein Äquivalent wäre von morgen 3 ETS2 Videos und 2 ATS Videos. Dann müsste ich morgen das zeitlich so einplanen können, dass ich 7 Stunden Freiraum mindestens habe. Sehe ich ja nicht, ne? Bin ich ehrlich. Also, ja. Aber schauen wir mal. Wir fallen mal morgen 4 an. Wenn ich noch ein 5. aufgenommen bekomme, dann. Dann ist es noch besser. Bremst denn hier immer wieder so stark? Stay left. Ja, ist ein Win. Da sind wir schon links. Sofern wir nicht ausgebremst werden, haben wir auch Tempo drauf. Stay left.
Stell dir mal den Roboter über vom Peterbilt. Aber hier. Die Donald G. Stratton Bridge. Jetzt schneller fahren können, das wäre was. Aber deine wissen mit raus oder 75. 60. Natürlich. 75 wäre schön. Wahrscheinlich wäre eine Brücke. Oder ist einfach nur die Stadt, weswegen das Stück gerade dort gewesen ist. Sobald das große Gehen beginnt, werden wir dann mal gucken, wo dann die nächste Gelegenheit ist zu schlafen. Das geht dann nochmal runter auf 55, oder nicht? Oder bleibt es bei 60? Dann meinden wir mal das Speed Limit und rollen weiter auf der mittleren Spur. Dann kommt auch gerade das Springs vorbei. Ich fand auch schon wieder schneller. Vor allem wieder. erlebt man nicht alle Tage. Better late than dead. Jo. Kann man es auch da schreiben, ne? Stay left. Wahrscheinlich left und nicht. Ach, hier bleiben. Fort Collins. Da fahren wir jetzt hin. Also zumindest fahren wir an Fort Collins vorbei und ja, wahrscheinlich zwischen Fort Collins und Cheyenne wird dann geschlafen. Vermute ich jetzt einfach mal. Zumindest so um den Dreh. 3:11, um genau zu sein. Weiter die Interstate 25 northbound Richtung Fort Collins. Und das Schöne ist, hier beim Navi, das kleine N neben den 71 Grad Fahrenheit, das ist tatsächlich die Anzeige vom Kompass. Sprich, hier wiederum kann man es sehen. Nicht so wie bei anderen, wo ein NE steht und man irgendwie nach Osten, nach Westen fährt. Ist doch angenehm. Wenn eine Anzeige der Wahrheit entspricht. Schlafen sogar nach Cheyenne. Wenn ich das richtig sehe, ist das ja die falsche Taste. Wobei wir sind ja eigentlich. Sind wir. Hoppla. War das jetzt Fort Collins? Oder war das. Das war sogar schon Denver. Okay, wir sind ja doch schon fast bei Fort Collins. Ja gut.
Nur noch besser. Stay left. Und fahren wir uns ein bisschen noch in die Dämmerung rein und werden dann wahrscheinlich morgen im Morgengrauen dann wieder losfahren. Super, nice. 2 von 3. Jetzt war ich gerade kurz überlegen, ob es Sinn macht. Aber ja, 2 von 3 passt. So kann das weiterbleiben. Wobei dann wäre es wieder 50-50, ne? Kann auch ruhig bei den Vorbeifahrten sein. Bleiben natürlich. So. Fort Collins wollen wir nicht drauf, wir fahren weiter Richtung Cheyenne. Minimal links 3. Gerade schwer irgendwie rausbekommen. Bin rechts dran. Ja, steuerungmäßig ist es auf alle Fälle besser mit der Lenkrad und so. Okay, das große Gehen beginnt. Dann müssen wir runterfahren, da auch, da auch, da auch. Da sind wir schon bei Casper und dann haben wir eigentlich schon nichts mehr. Also müssten wir eigentlich echt bei Cheyenne. Das Problem ist, es ist halt alles ab vom Schuss. Da können wir eben wahrscheinlich dann hier hin, würde ich sagen. Na, das ist schon passend, ne? Ja. Dann fahren wir daraus. Okay, here we go. Stunde 38 zum nächsten Punkt. Das passt. Ja. Fahren wir dahin. Schlafen da und tanken. Das ist unser nächster Spot. An Cheyenne vorbei, wieder im Pre-Pass, okay. Vage oder nicht vage, das ist ja die Frage. Wenn wir nach 50-50 gehen, dann müssten wir jetzt wieder raus. Nice, 3 von 4. Rechtzeitig genug abgebremst. Das war doch schon sehr nice. Jetzt weiter Richtung Rock Springs, oder? Stay left. Gut, dann bleiben wir auf der weiteren Weite auf der
Spur Richtung Laramie und okay, Casper, ja. Nach Casper fahren wir ja. Stay left. So, dann fährt also, glaube ich, durch Casper durch. Bleiben erstmal auf der Interstate 25. Ist ja gut, wir kommen mal gleich zum Stehen. Interessant, dass da mal die Districts stehen. Mal, wie es hier gerade ist. Wobei gut, ist bei uns ja eigentlich auch so, ne? Nur dass dann halt da irgendwie noch die Stadt meistens mit davor steht. Also. Stadt, Bindestrich, Stadtteil. Ich weiß, dass ich müde werde, deswegen ist wahrscheinlich die nächste Abfahrt, die ich wählen werde, und ich gewählt habe. Oder das dauert vielleicht auch noch ein bisschen, who knows. Aber da vorne könnte es schon sein. Vorne ist es. Turn left. Machen wir das doch mal. Freie Bahn. Auf freie Bahn. Meinen fliegenden Stop and Go. Stay right. Und dann schlafen wir aus und tanken dann morgen, wenn ich das richtig sehe, zumindest auf der Karte. Ja. So sieht's aus. Erst schlafen, dann tanken. Ist ja auch in Ordnung. Turn left. Zum Glück hat es nicht geregnet. Schauen wir uns mal direkt neben ihn hin. Ja, passt das und dann hauen wir uns mal aufs Ohr und dann. Und es ist hell am Tage, 8.31 Uhr in der Früh. Wir haben noch 663 Meilen vor uns, also wir haben etwa die Hälfte wirklich, also ein bisschen mehr sogar als die Hälfte geschafft. Haben jetzt noch ein bisschen was vor uns. Wobei der größte Abschnitt wahrscheinlich sogar Interstate ist. Dann tanken wir einmal voll. $4.10. Und tanken für 225 für 924 Dollar tanken wir 225,5 Gallonen. Also wird wieder gedeckt bis mindestens selbstverständlich
Helena und wahrscheinlich auch sogar für die nächste Fahrt. Größtenteils auf jeden Fall. Stay left, then turn left. Turn left. Und dann beschleunigen wir wieder mal. Dann fahren die Interstate 25 auch ein kleines Stückchen. Das wird dann, glaube ich, bei Casper ja wieder auf die Highways wechseln für einen kurzen Moment, um dann wieder abzuschließen mit einer Fahrt auf der Interstate. Nur eine Rest Area. Und so weiter und keine weitere Waage, die uns weiter hätte ausbremsen können. Vielleicht sogar auch wollen. Wieder mit dem See. Wie viele Waggons sind das? Okay, das sehen wir jetzt gar nicht mehr so ganz so gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 wahrscheinlich. Das sah nur ein bisschen länger aus, als ich dachte. War dann aber doch nicht so spannend, was die Länge betrifft. Wie gesagt, da brauchen wir einfach wirklich eine Mod für, um eine realistischere Länge der Züge zu haben. Wobei es dann ja auch, glaube ich, so zwischen 55 und 180 Waggons war. Zumindest habe ich so gerade so im Kopf. So in der Art gewesen ist. Ach ja, ist das wieder schön hier durchzufahren. Wann kommen wir denn jetzt an? Um wie viel Uhr? Wir kommen ja, gegen 9 Uhr, halb 9 an. 580 Kilometer noch, Meilen natürlich, sind es Meilen und keine Kilometer.
Casper sein. Daher wir sind jetzt bei Casper. Und gehst gleich wieder runter auf den Highway. Wir fahren 70, unter 70. Wahrscheinlich müssen wir gleich runter auf 55 oder 60, irgendwas um den Dreh. Hier haben wir die 60. Caution, please mind the speed limit. Fahren wir auch mal 60. Wie viele hier schon da geflogen sind. Bestimmt mindestens einer. Schön, dass wir hier schon mit 60 durchfahren können zur Ausfahrt, dass wir nicht allzu langsam abgebremst werden. Oh, schön mit dem Fluss, also nicht so allzu stark ausgebremst werden, abgebremst werden, whatever. Double Trailer empor gefahren und wir müssen zeitgleich wahrscheinlich rechts rüber. Na, ein bisschen Gas geben. Dann können wir hier ablegen. Und uns links halten. Turn left. Und dann fahren wir den Highway 20 gen Soshone. Oder auch Highway 26, wie auch immer man es haben möchte. Vorne müssen wir wieder abbiegen. Gehen wir einen kleinen Creek rüber. Schön. Exit right. Weg sein, sehr gut. Dann wechselt auch die Spur. Was ich auch tun muss. Irgendwas ist die Lore, was auch immer es ist. Schönes, klares, blaues Wasser. Wir haben mal einen kurzen Abschnitt mit 45. Weiter so schon die und Highland. Würde aber schneller fahren. Ich bleibe mal bei 45 jetzt gerade.
Zum Beispiel für den Abschnitt des Highways, ansonsten kann ich wieder hochgehen auf 55, was die Größe von Betrift. Betrift. Schön über den Hügeln. Ach, traumhaft schön. Rausgetragen worden aus der Kurve. 500 Meilen noch bis Helena. Oder Helena. Wahrscheinlich Helena, I guess. Oder Helena, who knows. Rest Area müssen wir nicht, ausgeschlafen sind wir. Go straight. Die Landschaft ist doch einfach schön mit den ganzen Bergkuppen. Mit ganzen Feldern von wahrscheinlich Ranchern von Viehzucht und so weiter. Ich wollte mich jetzt nicht abbremsen lassen, weil ich befürchtet habe, dass ich ihn umkippe. Deswegen machen wir das jetzt. Kam mal zum Glück nichts. Von vorne. Vielleicht haben wir sowieso wieder nur 40, die wir fahren dürfen. Bleiben die Schranken oben oder gehen sie runter? Sie bleiben. Oben. Stay right, then turn right. Und auf 30. Turn right. Ah, gar keine Ampel, wie angenehm. Wahrscheinlich oder doch nicht. Ah, okay. Wir sind noch im Abschnitt der Highways. Ich dachte, das geht ja schon gern Interstate. Oh, das ist aber auch nice. Die Hügel, boah. Schön. Schön, schön, schön. Wieder schön mit Tunnel durchfahren. Drei Tunnel, um genau zu sein. Caution. Please mind the speed limit. Thank you.
45. Hier sind wir auch schon häufiger gewesen, jetzt in letzter Zeit vor allem. Kennen wir ja mittlerweile schon was wie unsere Westentasche. So, wahrscheinlich nächste Kurve oder so. Mal nach der Brücke. Tianopolis welcomes you. 30. Go straight. Kein Durchfall ernten ist noch immer schön. Wo ich gerade den Daycap-Traktor gesehen habe, das wäre vielleicht auch eine Sache für eine Staffel, dass wenn man Daycap fährt, dass man dann einfach nicht auf einer Raststelle, nicht auf einer Rest Area schlafen kann. So. Und das dann erst mit dem Sleeper kann. Ja, auf jeden Fall die Überlegung wert. Aber wenn dann eher für eine neue Staffel. Falls eine geben wird. Schon wieder mit dem Dead Tree. Eine Besteigung auf 45. Den Berg hinauf mal wieder. Okay, ich will auch nach 55. Damit dürfen wir 70 fahren. Achso, wird beides hier. I see. Nicht um die rechte Spur, wie auf dem Schild zu sehen war. Und dann nehmen wir die Schwerkraft uns wieder zugute zum Gas geben. Moment, wir kommen wieder zum Abschnitt, wo wir eine 90 Grad Kurve haben nach links, ne? Die jetzt ja gleich sogar noch kommen. Im weiteren Verlauf der Strecke. Oder täusche ich mich da jetzt gerade? Was soll das? Warum so random? Ich kann nicht lenken, Hof. Manchmal muss man einfach nur pausieren. Go straight. Boah, das kam doch nicht. I don't know. Weil ich dann eben das Spiel immer neu schreiben müssen. Aber ich glaube, da soll alles im Rahmen drin sein.
45 ab jetzt. Nehmen wir uns die Schwerkraft auch hier wieder zunutze. Dann sind wir in Greybull. Greybull. Wenn ich es richtig gesehen habe beim Vorbeifahren. Go straight. Straight. Wenn ich alles täuscht, dürften wir. Okay, immer noch nicht. Go straight. Sind wir jetzt hier? Okay. Also noch ein bisschen was vor uns. Ich dachte, wir wären schon gleich bei der Interstate. Aber falsch gedacht. Leider falsch gedacht. Stay left. Ja, so halbe left. Mit Orientierung zurechthalten. Weil wir dich abbiegen müssen. Ja, und auch mein Helikopter rumfliegt. Stay right. Then turn right. Okay, gut, dann fahren wir jetzt auf nach Laurel. Zweimal abbiegen. Und dann biegen wir ja auf die Interstate 90. Erstmal bauen wir ein bisschen Geschwindigkeit wieder auf. War nicht gerade State Police? War das einfach keiner von der Speed Police, State Police natürlich, Speed Police. Go straight. Also ich habe zumindest mich gerade eigentlich sehr scharf am Knöllchen von 20 Meilen pro Stunde vorbeifahren sehen. Wobei Fliegen wahrscheinlich auch der passendere Terminus ist. Okay. Ich starte mal eben, ne, neu. Dann wollen wir mal weiterziehen. 328 Meilen haben wir noch. Vor uns. Go straight.
Manchmal bewirkt ein Neustart Wunder vom Spiel. Das sind 30. Go straight. Eieieiei. Der rückt mir schon auf die Pelle. Molen wir uns mal dazwischen. Bleiben uns auch nichts anderes übrig, ne? Dann wieder Cruise Control setzen auf 55. Beschleunigen, was das Zeug hält. Eine Waage. Und von einem Bahnübergang. Wir sind gerade bei 3 von 4, oder? Bei 3 von 5 wahrscheinlich. Exit. Also müssen wir jetzt. Stay right and then continue straight. Hier rauf. Auf die Waage und dann wieder drehen. Get ready to turn left. Ein Gesamtgewicht von 24.258 Pfund. Nicht im perfekten technischen Zustand. Das sind nur 2%. Was ist mit euch? Turn left. Guck mich mal. Wir sind noch nicht bei den 5%. Da ist noch alles im grünen Bereich. And then continue straight. Go straight. Da wieder ein kleiner Creek, der jetzt ohne Wasser ist. Bei starkem Regenfall ist er dann bestimmt auch ein bisschen voller. Also, ich kann noch raten und vermuten, aber ich gehe mal einfach davon aus. Bin ich mal so frech. Stay right. Kurve 35, wie es empfohlen ist. Und wir direkt rechts rüber, links rüber natürlich. Weil die KI halt gerne mal langsam ist. Oh, da wieder 65. Und schleudigen wir mal weiter. Mehr beschleunigt, guck mal drauf. Dafür muss ich eigentlich nur das Gas bisschen mal runterdrücken. Aber wobei, es geht eigentlich wieder bergab, was die Temperaturen vor allem. Was die Geschwindigkeit betrifft, 55 nämlich. Und unter 45. Wahrscheinlich nur unter 35, I guess. Ordnen wir uns nicht rechts ein.
Wir müssen es aber. Es geht nach Butt. Stay right and then turn right. Turn right. Fahren wir mal ein paar Meilchen. Und da ist sein 260 jetzt die Interstate. Gen in Norden, gen nach Montana. Ich weiß, ob wir ein bisschen doppelt gemoppelt. Sehr, sehr schön hier, die Landschaft. Immer wieder aufs Neue. Was ich auch gerade gesehen habe, es gibt tatsächlich auch sogar ein ähnliches Prinzip wahrscheinlich wie mit dem LKWs. Mit Garagen, dass es einen Garagenbrowser gibt, wenn man wahrscheinlich, ich schätze mal, 4 bis 5 Garagen hat. Was natürlich auch sehr schön ist. Kann man das alles in einem Fleck machen und muss dann nicht vor Ort hinfahren. Anders ist es natürlich auch schön, wenn man quasi dahin fahren muss, um sie zu kaufen. Aber geht natürlich auch anders. Man kann sie ja schließlich auch aufwerten von überall. Dementsprechend eigentlich eine gute Sache, dass es im Spiel ist, mit einer kleinen Hürde. Es ist einfach sehr schön, die ganzen Seenflächen und die Landschaft mit den felsigen Bergen, dazwischen dann die Interstate und eine einspurige Zugstrecke.
Da waren es auch schon fast 100 Meilen weniger. Ja, 80, aber wer zählt schon? Noch einmal, da brauche ich Bozeman drücken, dann sind wir schon mal bei Bad. Dann geht's auf jeden Fall 25, sind wir schon da. Wunderbar. Mit dem Zugtunnel. Und wenn ich immer die ganzen Züge sehe, da bekomme ich auch schon wieder Lust. Aber was ist Lust? Bin ich am Überlegen, weil ich ja irgendwann im Sale habe ich mir Railroad Corporation geholt, das komplette Ding. Und ich habe mitbekommen, dass Railroad Corporation 2 in Mache ist und fand es ganz interessant. Es ist ja im Grunde genommen so eine Mischung aus, also eigentlich ist es so wie dran, wie Railway Empire, beziehungsweise, na, vielleicht auch so ein bisschen eine Mischung aus Transport Fever und, ah, wie hieß es? Ich muss pausieren, ich hab's, gleich. War das Transport Tycoon 2 oder Transport Tycoon allgemein? Transocean. Wie bei Transocean. Bei Transocean hat man ja auch, hat man halt ja quasi noch so das Kompetitive mit drin, dass man quasi gegen die Leute competet, die KI. Und auch die sabotieren kann, was halt bei Railroad Corporation auch so ist. So zumindest glaube ich mit DLCs und so weiter. Und ich wollte zumindest den ersten Teil starten, bevor der zweite Teil rauskommt. Also mit starten meine ich, ne? Auf dem Kanal. Allerdings wollte ich es glaube ich als. Wollte ich jetzt entweder, ich weiß nicht genau, ob ich es als Videoformat machen wollte oder auch ins Livestream-Format. Genau, als Livestream-Format gewesen sein. Das weiß ich mittlerweile schon gar nicht mehr, weil das auch schon mittlerweile jetzt lange her ist, dass ich mir das geholt habe, dann im Sale. Glaube ich. Weiß ich schon gar nicht mehr, ob ich es mit dem Sale geholt habe oder allgemein. Auf einmal habe ich das komplett Paket geholt. Und da bekomme ich jetzt, wo ich so, ja, hier beim Vorbeifahren sehe und die Leidenschaft und so. Und auch allgemein, wenn ich bedenke, dass das Spiel ja dieses Jahr rauskommen soll, also der zweite Teil. Approximately, also höchstwahrscheinlich. Na. Weil ich auch letztes Jahr rauskommen wollte, sollte, glaube ich. Wobei das, da nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich bin halt doch schon stark am Überlegen, ob ich. Allerdings, das Einzige, was mich halt daran hindert, ist, dass ich mir unsicher bin, ob es quasi Steam Cloud Safe mäßig dann weiterspielbar wäre, wenn hier der Rechner nicht mehr der ist, mit dem ich ihn aufnehme. Also wenn das wieder ein vernünftiges Gerät ist, ob das dann halt das Spiel schon weiter gesaved ist oder nicht. Deswegen bin ich damit noch mit mir am Hadern. Ob ich schon loslege oder nicht. Kommentare schreiben. Warum stellt sich die Kacke eigentlich immer wieder aus? Also warum macht man automatisch Licht und so und dann schaltet sich nicht von alleine wieder an? Super.
super, super weird. Kein Grund, schlapp zu machen. Wir fahren die 88 Meilen durch und schlafen dann, wenn wir es verdient haben, zu schlafen. Och, nicht dein Ernst. Schleudigen bergab, weil wir ja eh nur 60 eigentlich fahren dürfen und hier ja Cops noch sind. Stay right and then exit right. Oh, das natürlich auch noch. Ist ja noch mal gegangen. Geht's auf nach Helena zum State Capitol, die wir ja gerade gesehen haben. Wenn ich es jetzt richtig gelesen habe. Ah, passt ja auch. Von meiner Knowledge her. Wir sind jetzt auch gleich da. Jetzt auch hinlegen, nachdem wir erstmal Kohle kassiert haben. Aber das mit der Garage ist schon mal sehr gut zu wissen. Jetzt für zukünftige Fahrten nach dem Event. Vor allem, dass man dann auch wirklich einen Überblick hat. Und das bei bevorstehenden Map-DLCs dann auch ein bisschen besser einplanen kann. Quasi, wo dann. Ich würde gerne nach links, aber geht nicht. Dass man das ein bisschen besser vorbereiten kann für die zukünftigen Events. Wenn neue Strecken, neue Karten rauskommen. Als ob wir schon so weit sind, müde werden. Okay, sind wir wirklich. Hier gibt es auch ein bisschen mehr Sinn, da wir gerade eben ein bisschen früher ins Bett gegangen sind. Schon ein bisschen weiterfahren können, da finden wir das ja 25. Oder? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Dann verlassen wir die Interstate.
Ja, ist ja gut. Denn wir sind in Helena angelangt und sind auch gleich da bei Walbert. Springst du sogar um die Ampel, müssen wir gar nicht Stop and Go machen. Jetzt müssen wir noch darauf warten, dass die Ampelphase wieder hier für die Ampel grün ist. Langsam begriffen. Wir suchen uns auch gleich, wenn wir hier vom Parkplatz wieder runter sind, oder auf dem Parkplatz drauf sind, selbstverständlich suchen wir uns dann einen Schlafplatz. Oh. RTW, bzw. Emergency Vehicle. Wahrscheinlich hier wieder rückwärts einfahren. Nee, doch. Drehen wir mal eine Ehrenrunde und kommen wir aus einer Seite raus. Kommen wir von der anderen Seite. Hier. Ja, was können wir hier drehen? Das ist zu knapp. Passen. No hesitation. Dann laden wir mal die gute Fracht ab. Du kannst hier den schönen Check. Ausgezeichnete Valentine Gifts von Artesia nach Helena geliefert. Gefahrenstrecke 1000, knapp 387 Meilen. Dauer 2 Stunden 14 Minuten, ist nicht ganz so richtig. Ich glaube, so um die 2 Stunden wird es aber sein. Kraftstoff 204 Gallonen, das war der 159. erledigte ATS World Trucks Auftrag. 112.400 gab es dafür und 2.881 Erfahrungspunkte. Dann gucken wir mal, wohin wir jetzt fahren. Da vorne haben wir eine Ausdauer noch nicht. Na, wir. Ups, wir fahren zum. Ja, bitte noch mehr Wegpunkte. Wir fahren zum Western Star Dealership. Und hauen uns da auch so. Ist ja schließlich passend. Wir. Da wollte ich nicht hin. Wir sitzen ja schließlich in einem Western Star. Von daher gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als da zu schlafen. Turn left. Turn left. Und da flitzt du mal eben dahin. Schnell hier in den Bett kommen. Get ready to turn left. Turn left. Und wir werden hier mal so ein bisschen die Power vom Westerns dann wirklich. Na gut, was wir wirklich erleben. Und wir kommen mal ganz in Ordnung weg.
Caution. Please mind the speed limit. Go straight, and then turn left. Turn left. We are finished. Sehr schön, dass es einfach kein Kopffahrzeug gewesen ist. Das wäre teuer geworden. Schöner mit dem. Flugzeug. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Hornhearts Event Video wieder. Entweder morgen mit Euroflug Simulator 2 oder übermorgen mit American Truck Simulator. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.